Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic 2, die Nacht des Raben. Jo! Hier geht's auf jeden Fall weiter mit dem Crawler-Gemetzel. Und wir haben schon ordentlich viele platt gemacht. Hallo! Das Feuerball in die Fresse. Du Mistviech, du sollst sterben. Oh, scheiße. Die Viecher machen einem schon etwas Angst. Aber egal. Hier sind da noch Eier? Crawler-Eier, okay. Trank. Minecrawler-Zangen, Trank, Spruchrolle. Noch so eine. Butlerfleisch. Es sind noch ziemlich viele Skelette, also hier werden auf jeden Fall ziemlich viele Leute gefressen. Aber naja. So. Bruchrolle, Lauflieder, Lederbeutel, Feuerwurzel. Das war's auch schon? Mehr gibt's hier nicht? Was? Holzfällerachs, okay. Aber ansonsten, das war's eigentlich schon. Schade, ich dachte, hier geht's etwas tiefer hinein. Aber naja. Trank, Butlerfleisch. Ach, hier kommt das Licht rein. Hätte mich schon echt gewundert. Ja. Naja, gut. Da jetzt die Crawler erstmal tot sind, ist erstmal alles in Ordnung. Gehen wir nochmal hoch zu Gareth und mal sehen, was er dazu zu sagen hat. So, das sollte es gewesen sein. Die Crawler sind erledigt. Bloodwyn ist schon auf dem Weg. Das ist doch das, was du wolltest, oder? Ich meine, du hast die Crawler abgemetzelt, damit Bloodwyn herkommt. Also, was immer du vorhast, tu es jetzt. So. Ich verstehe. Bloodwyn. Was will er nur hier? Dieses Mal trägt er eine etwas schwerere Rüstung. Das wird mich aber nicht abhalten, ihm sie einfach mal wieder abzunehmen. Warte mal. Du hast die Minecrawler getötet? Gut, ich übernehme jetzt. Los, verschwinde. Warte mal. Du bist noch nicht weg? Wir haben noch was zu klären. Ich suche Raven. Ja, und warum glaubst du, dass Raven ausgerechnet mit dir? Warte mal, du bist das? Du bist der Kerl, den wir die ganze Zeit gesucht haben. Was machst du hier? Du solltest längst tot sein. Das sagt man mir dauernd. Diese Pünten haben alle versagt. Aber an mir wirst du nicht vorbeikommen. Dieses Mal erledige ich dich. Wie ich bereits sagte, es ist Raven, den ich suche. Du bist nicht wichtig für mich. Ich werde dich töten. Ich habe bis jetzt jeden Kampf überlebt. Tja, ich irgendwie auch. Alles hat mal ein Ende. Ich werde dich trotzdem besiegen. Und ich habe die Explosion der Barriere ohne einen Kratzer überlebt. Du und viele andere Typen auch. Ich werde dich trotzdem besiegen. Du kannst mich nicht besiegen. Ich bin Ravens engster Vertrauter. Seine rechte Hand. Auch wenn du sein Penis wärst. Genug geredet. Lass uns kämpfen. Es ist sowieso zu spät für dich. Raven ist gerade dabei, den Tempel zu öffnen. Stirb, Mistkerl! Ach komm. Oh yeah! Und Level Up! Was ein wunderschöner Kill. Oh mein Gott. Da zieht noch der Rauch ab. Bloodwyns Schlüssel passt zu einer Truhe und Bloodwyns Kopf. Bäh. Ziemlich hässlich aus. Naja. Moment mal, wir haben jetzt einen Kopf.
Ja, natürlich, er ist natürlich noch dran. Ja, das ist mal wieder die Gothic-Logik, ne? Wir müssen mal was essen. Hat ziemlich viel Kraft gekostet, Blattmann umzulegen. Du hast es diesem Penner ja ordentlich gezeigt. Saubere Leistung. Dann werde ich mich mal in der Höhle umsehen. Viel Spaß dabei. So, da Bloodborne jetzt auch aus dem Weg geräumt ist, haben wir absolut kein Problem mehr hier in der Mine. Da geht's nochmal runter. Hey, du. Sonst alles klar bei dir? Ja, ich werde einen Haufen Gold aus diesem Fels holen. Immer schön optimistisch bleiben, meine Süßen. Hey. Was machst du? Schmilzt du dein Gold ein? Nein, ich putze Gemüse. Natürlich schmelze ich Gold ein und ich mache Münzen daraus. Dann stell dir vor, eines schönen Abends kommt Raven um die Ecke und drückt mir einen Münzstempel in die Hand. Aus einem einzigen Goldbrocken kann ich einen Haufen Münzen prägen. Ich bin so gut, dass man den Unterschied nicht mal merkt. Wie viele Münzen gibst du mir für einen Brocken? Naja, ich kenne dich zwar nicht, aber ich mache dir einen Freundschaftspreis. Für einen Brocken gebe ich dir 10 Goldstücke. Lass uns feilschen. Nein, nein, das ist ein Standardpreis, den jeder kriegt. Ich dachte, es wäre ein Freundschaftspreis. Ist es auch. Wir sind doch alle Freunde hier. Du Schlange. Was weißt du über Raven? Du glaubst es nicht. Ich war dabei. Ich habe gesehen, was er in der Gruft gemacht hat. Er hat seltsame Worte gemurmelt und gerufen. Immer wieder. Kardimon Fatang Shatar Fatang Beliar. Und dann kam ein gleißendes Licht aus der Gruft und ich hörte den Schrei. Oh, ihr Götter, diese Stimme! Das war der Klang des Untergangs der Welt! Raven hat mit ihr gesprochen. Sie haben sich unterhalten. Raven und die Stimme. Ich weiß nicht mehr, was sie erzählt haben. Ich weiß nur, dass ich erst viele Stunden später wieder in der Lage war, meine Knochen zu bewegen. Kannst du Ravens Worte nochmal wiederholen? Klar! Bist du bereit? Kardimon Fatang Shatar Fatang Beliar! So, so. Lass uns tauschen. Gold erhalten. Okay. Schmiedefeuer. Ah, okay. Das bringt's total hier. Amboss. Erzwaffen schmieden. Können wir nichts. Ja, machst du nichts, ne? Gut, dann gehen wir mal weiter hier. Sklavenwache. Hey, wo willst du hin? Willst du in diesen Gang? Naja, warum nicht? Da hinten sind noch mehr Sklaven. Wegen mir kannst du rein, aber schlag sie nicht so fest, dass sie nicht mehr arbeiten können. Schließlich wollen wir ja nicht, dass sie hier nur noch rumsitzen. Sie müssen Gold hacken. Verstehe. Und wer hat das angeordnet? Das ist ein direkter Befehl von Bloodwyn. Ich dachte, Raven wäre hier der Chef. Richtig. Aber er hat die Sklaven Bloodwyn geschenkt. Er hat wohl keine Verwendung mehr für sie. Lass die Sklaven frei. Pass mal auf. Bloodwyn hat hier das Kommando. Ihm gehören die Sklaven. Also hat er das Recht, sie freizulassen. Außerdem hat Taurus da auch noch ein Wort mitzureden. Und was ist mit dir? Hast du hier irgendwas zu sagen? Hier, reicht das? Steck das wieder weg! Das will ich nicht sehen! Es wäre besser für dich, wenn du die Sklaven jetzt freilässt. Warte mal! Bloodwyn ist nicht der Einzige, der hier was zu sagen hat. Solange ich keinen Befehl von Taurus habe, wird hier niemand freigelassen. Du hast doch gesagt, dass die Sklaven Bloodwyn gehören. Ja, ich habe aber auch gesagt, dass ich ohne Befehl von Taurus niemanden freilassen werde.
Du gehörst zu den Typen, die ohne Befehl nicht mal pinkeln gehen, was? Okay. Wir können aber trotzdem durchgehen und mit den Sklaven reden. Fleischwanze! 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 Drücke ich irgendwie die falsche Taste oder so? So. Fleischwanzenfleisch. Wie geht's dir? Ich bin fertig. Völlig fertig. Ist es ein strahlender Sonnentag oder eine dieser klaren Nächte, in der tausend Sterne funkeln? Ich weiß es nicht. Wo ist der leichte Sommerregen? Wo die Kühle des Abendwindes? Ich spüre sie nicht mehr. Hier drin sterben die Augen zuerst. Halte durch, die Rettung naht. Danke. Danke für deine Worte. Hier, trink das. Danke. Das hat mir gut getan. Wie geht's dir? Dank dir geht es mir besser. Ich fühle, wie meine Kräfte zurückkehren. Das klingt doch schon mal besser. So. Patrick. Hey, Patrick. Ich komme im Auftrag der Wassermagier. Ich bin hier, um euch zu befreien. So? Und warum sollte ich dir das glauben? Willst du hier raus oder nicht? Natürlich will ich hier raus, aber... Vatras hat mich geschickt. Wenn dir das nicht reicht, könnt ihr von mir aus alle in diesem Loch verschimmeln. In Ordnung, ich glaube dir. Ja? Das ging schneller als erwartet. Okay, jetzt brauchen wir nur noch einen Plan. Ein Fluchtversuch ist eine riskante Sache. William hat's versucht und ist dabei draufgegangen. Die Gefangenen sind Bauern und Arbeiter. Sie vertrauen mir zwar, aber sie werden sich nicht auf eine Flucht einlassen. Muss ich etwa alle Banditen töten, bevor ihr euch bewegt? Das wäre ja Wahnsinn. Aber das kann nicht der Plan sein. Sieh einfach zu, dass die Wachen uns nicht angreifen. Dann verschwinden wir von hier. Okay. Ich werde mich darum kümmern. Sag den anderen, sie sollen sich bereithalten. So, so. Monty. Hey, du. Hey, wie sieht's aus? Ja, ich lebe. Und nur das zählt. Wenn du was besprechen willst, dann ist Patrick genau dein Mann. Was muss ich übers Goldhacken wissen? Nun, der Einschlagwinkel ist entscheidend für eine solide Hackerei. Nicht zu flach und nicht zu steil. So kommst du an die Nuggets und deine Spitzhacke hält ewig. Verstehe. Okay. So viel schon mal dazu. Was gibt's hier so? Tonak? Hey, du. Was willst du? Ich bin nur ein gefangener Arbeiter. Ich hab nichts getan. Ich verstehe. Talbot. Hey, ich bin in Ordnung. Danke, dass du Pathos geholfen hast. Wenn du was willst, rede mit Patrick. Er ist unser Vorsprecher. Tja, die Leute hier sind ziemlich am Arsch. Dem müssten wir vielleicht mal helfen, ne? Wäre irgendwie auch scheiße, wenn wir es nicht tun würden. So, wer ist das denn hier? Ein Sklave, noch ein Sklave, noch ein Sklave, Sklave, Wache, noch ein Sklave. Nur Sklaven hier, was geht denn hier ab, du? Butler, Butler. Okay. Koch, Butler. Hey, das ist doch nichts Neues. Wie sieht's aus? Ich koche hier leckeren Eintopf für die Butler und die Wachen. Aber die Sklaven, die kriegen nichts. Höchstens mal etwas schales Wasser und altes Brot. Das kann diesen Typen aus der Stadt nicht schaden. Das liegt auf der Hand. Du Sau. Der muss einfach nur trainieren. So. Hier ist anscheinend ein kleines Lager. Was war das denn? Lederbeutel. Hier kann man sowas nicht machen. Habe ich doch aus dem Winkel noch gesehen. Wasser und Eintopf. Na schön. So, ihr Leute, bleibt erstmal schön alle hier. Wir gehen mal hier und gucken, was hier so abgeht. Das hätte ich dir vorher sagen können. Oh.
Deswegen nennen sie es also die Gruft. Steinwächter, oh Gott. Jetzt verstehe ich, warum das hier so die Gruft genannt wird. Nichts zu holen. Ich glaube, ich speichere am besten noch einmal ab, bevor ich da jetzt reingehe. Befürchte nämlich, das wird etwas schwierig. Da ist nichts zu holen. Laborwasserflasche. Kohle. Da ist nichts zu holen. Überall Steinwächter. Und ein Grab. Spruchrolle. Tja. Die Musik klingt bedrohlich, aber hier ist nichts. Oh, wow. Naja, okay. Also scheint nicht wirklich Sinn zu haben, das hier, aber sieht auf jeden Fall schon ziemlich hart aus. Haben wir gerade Nacht? 21.14 Uhr. Es ist leichter Abend. Gut. Ja, dann natürlich sturzbetrunken ist Standard. Wir müssten mal jetzt eben mit Toro sprechen, um die Sklaven zu befreien. Aber ich glaube nicht, dass er uns helfen wird. Das wäre ja irgendwie zu schön, um wahr zu sein. So. Mal probieren. Kann man es ja, oder? Bloodwin ist tot. Oh. Gibt ja nicht viele, denen ich das wünsche, aber Bloodwin ist besser dran, wenn er tot ist. Das glaube ich irgendwie auch. Ah ja, dieses Spiel. Hier freuen sich alle, wenn jemand gestorben ist. Das ist echt Wahnsinn. So. Gardist. Hier ist Torus. Was hast du eigentlich vor? Was? Du hast jetzt auch noch Bloodwin aus dem Weg geräumt. Ich frag mich nur, wer der Nächste ist. Raven? Oder ich? Hast du Angst? Vor einem Kampf fürchte ich mich nicht. Aber vor den Konsequenzen deiner Taten. Dieses Lager ist das Einzige, was uns noch geblieben ist. Es hat vielleicht nicht zur Zufriedenheit aller funktioniert. Aber es hat funktioniert. Und mit jedem, den du tötest, bricht ein Stück unserer Gemeinschaft auseinander. Wir sind Banditen, Ausgeschlossene, Gesetzlose, Verachtete. Wo wir auch hingehen, man wird uns jagen, einsperren und töten. Es gibt keinen besseren Ort für uns als diesen. Keine bessere Zeit als jetzt. Worauf willst du hinaus? Diese Männer brauchen jemanden, der sie führt. Wer soll das machen? Du? Du, der ständig von Ort zu Ort zieht? Dann übernimm du doch die Führung des Lagers. Okay. Aber was ist mit Raven? Raven wird bald ganz andere Sorgen haben. Ich werde mich um ihn kümmern. Ach ja, und sorgt dafür, dass die Gefangenen das Lager unbehelligt verlassen können. Geht klar. Ich werde mich um alle Wachen hier draußen kümmern. Ja, das klingt doch vernünftig. Dann laufen wir mal eben nochmal schnell zu Patrick. Und sagen ihm mal eben Bescheid, dass alles geregelt ist. Ist zwar, glaube ich, jetzt überflüssig, aber... Uah! Okay. Ich liebe den South Park Mode. Der ist echt geil. So. Ja, Torus ist auf jeden Fall jetzt auf unserer Seite. Das ist doch schon mal ziemlich gut. Lass die Sklaven frei. Hast du hier irgendwas zu sagen?
Ich habe mit Torus gesprochen. Er befiehlt, die Sklaven freizulassen. Okay, wenn Torus das befiehlt. Ich frage mich zwar, warum er sowas entscheidet. Aber für deine Fragen wirst du nicht bezahlt. Ist ja schon gut. Ich werde hier also nicht mehr gebraucht. Dann hole ich mir mal eine Suppe. Ja, geh und friss deine scheiß Suppe, du Penner. So, nehmen mit Patrick. Alles klar, ihr könnt abhauen. Gut, ich kenne eine Höhle im Sumpf. Da werden wir uns erstmal sammeln. Aber wie geht's dann weiter? Verlasst den Sumpf Richtung Südwesten. Bei den alten Tempelruinen haben die Wassermagier ihr Lager aufgeschlagen. Sie werden euch einen Weg auf diesem Tal zeigen. Danke. Vielen Dank. Wir alle stehen tief in deiner... Schon gut. Tja. Die Sklaven sind befreit. Aber meine Arbeit ist noch nicht getan. Das Problem... Das Hauptproblem ist leider immer noch da. Und das heißt Raven. Den wir ja schon einmal aus dem Weg geräumt haben. Aber naja. Wie es weitergeht, sehen wir dann in der nächsten Folge Let's Play Gothic 2, die Nacht des Raben. Ciao, Leute.